Frage ist durch. Und also, jetzt mal kein Flachs, ne? Die haben 800 noch was Kalorien in 13 Tagen zu sich genommen. Jeden Tag sind die gelaufen mit einem 38 Kilo Rucksack. Ich kann euch sagen, warum es Fabio schlecht geht. Weil Fabio gerade stirbt. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen weiter und gönnen uns eine neue Folge von Survival Squad. Pre-Final, oder? Folge 9 müsste theoretisch das Vorfinale sein. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf, um das gleich mal wieder hier vorweg zu sagen, falls Leute das wieder einen falschen Hals kriegen. Ich feiere die Serie extrem. Und ich habe schon ein weinendes Auge, weil es wahrscheinlich ja bald vorbei ist, so wie es aussieht. Von daher gehen wir jetzt rein. Es wird ernst, heißt es. Ich bin gespannt. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass es mit Fabios Zustand zu tun hat, auch wenn ich mir das in deinem Thumbnail hier angucke, sein Gesicht. Die große Frage ist, wird heute mal geangelt in dem großen Teich oder nicht? Let's go, Folge 9, Survival Squad. Wir gehen rein. Morgen haben wir übrigens ein größeres Projekt vor. Oh ja. Was uns viel Zeit und Kraft kosten wird. Aber sich unserer Meinung nach lohnt, einmal für uns, für unsere Sicherheit, für unser Wohlbefinden und für euch hoffentlich auch zum Entertainment. Bäh. 30 Tage sind zwei Freunde abseits jeglicher Zivilisation in der Wildnis von Kanada auf sich alleine gestellt. Wunderschönen guten Morgen aus Fort Knox. Hier draußen stehen Grizzlies, Wölfe, ganz oben in der Nahrungskette. Mit jeweils über 30 Kilo auf dem Rücken geht es zu Fuß 300 Kilometer querfeldein durch dichte Wälder, über schroffe Berge, wir haben die 50, und reißende, ne? Flüsse. Ex-Elite-Soldat Otto Karasch und Extremsportler Fabio Schäfer sind der Survival Squad. Das ist schon krass schön hier. Wahnsinn. Der Punkt ist ja auch, dass wir mittlerweile eigentlich alle Aufnahmen aus dem Trailer gesehen haben, außer diesen Bärenkäfig, den sie da bauen. Putzen wir mal gerade die Waffe oben raus. Jetzt sieht er uns. Der kommt jetzt hier rüber, Otto, ne? Ja. Hey! Hätten die mit dem Bären mal gegessen, vom Anfang da. Ich meine. Willkommen in der Wildnis. Welcher Bärenkäfig? Der Na, den die hier am Anfang, den du im Trailer siehst. In Kanada auf sich hier, den. Das meine ich mit Bärenkäfig. Wunderschönen guten Morgen aus Fort Knox. Heute, dieser Tag ist prall gefüllt. Wir werden heute. Jetzt. Erstmal den Tag mit Baden beginnen. Haben wir bitter nötig. Vor uns der schönste See. Angeln wird überbewertet. Jetzt wird erstmal gebadet. Aber nicht mit dem schönsten Wetter. Egal. Danach werden wir uns um Nahrungsaufnahme kümmern. Das heißt, wir werden die Angeln auswerfen, gegebenenfalls noch auf die Jagd gehen. Und danach startet unser Projekt. Unser Riesenprojekt. Also pickepacke voll der Tag, ne? Ja, das ist, also man könnte meinen hier, warum machen die Urlaub da? Irgendwie schon, ne? Die sind da einen Monat, einfach mal die Seele baumeln lassen und nein, die knallen sich die Tage voll. Voll mit sowas, mit Jagen, mit Angeln, mit Blaubeer suchen, mit Waschen. Ja. Weißt du, man kann jetzt auch mal einen Monat einfach sich nicht waschen. Genau, so sieht's aus. Aber so sind wir halt. Also, let's go. Um meinen Kreislauf anzukurbeln, habe ich heute Morgen erstmal schön mit der Säge ein Stück Totholzstamm noch abgeschnitten. Guck mal, wie sauber das geschnitten ist. Ja. Und was ich noch viel krasser finde, wie klein diese Jahresringe einfach sind bei diesen Bäumen. Ja. Alter, das ist wirklich brutal. Guck mal, wie alt der schon ist. Wie ultra klein. Ein dunkler, ein heller, gleich ein Jahr. Und jetzt guck mal da unten, wie lang bis hierhin sind irgendwie schon, glaube ich, 8, 9 Jahre. Da ist der Baum gerade mal so dick. Das ist krass. Die wachsen hier super, 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 super langsam. Ja, tot ist, nehmen wir auch schön Totholz davon. Aber da sieht man einfach, wie schwer das hier oben ist. Einfach dieser Baum wird irgendwas um die 100, 150 Jahre locker sein. Das ist einfach krass. Irre. Das wollte ich euch nochmal zeigen, weil so dick ist er nämlich gar nicht. Hier. Oha. Hand daneben. Ich hätte gedacht, der ist viel dicker. Hä? Okay, krass. Da. Ganz wichtig, bevor der Tag jetzt erstmal richtig losgeht, Wasser filtern hier im See und erstmal Flüssigkeit zu sich nehmen. Wie zu Hause mache ich auch immer. Ich stehe morgens erst auf. Ich trinke erstmal ordentlich Wasser und das ist auch hier natürlich super wichtig. Indikator immer, gelbes Urin, dehydriert, durchsichtiges Urin, alles gut. Durchsichtiger Urin. Was, 14 Uhr? Warte mal, war da schon wieder 14 Uhr? Habe ich das nicht gesehen?
Warte mal, da, warte, 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 warte. 12 Uhr. Was machen die denn den ganzen Tag? Hier unten, siehst du die Uhr von Fabio? Es ist, sagen wir mal ganz grob, 12:30 Uhr, so sieht's aus. Also die 12 erkennst du ganz normal, das andere erkennst du nicht so richtig. 12:30 Uhr. 12:30 Uhr steht er früh auf, um sich. Im Bett war es schon 12:35 Uhr. Die haben 12:35 Uhr guten Morgen gesagt. Haben die da mal in ihren Reactions irgendwas zu gesagt? Das verstehe ich nicht. Spielen die 300 Kilometer eigentlich überhaupt eine Rolle bei den Zweien? Ich glaube nicht. Also im Intro ja, aber sonst irgendwie nicht. Pennen die beide? Die müssen ja beide jeden Tag bis irgendwie um 11 pennen oder sowas. Otto Gerd Karasch. Ja. Komm zurück und Otto hängt am Handy. Mike, warte mal, warte mal, warte mal. Guck mal. Otto hat doch gerade irgendeine App offen. Pass auf. Ertappt. Otto Gerd Karasch. Guck mal da. Oder? Zack. Minimiert. Habt ihr das gesehen? Achtet mal auf ein Handy-Display. Da ist irgendwas offen. Und bupp. Ja. So bin ich. Aber noch mal ein bisschen kurzer Radar angemacht. Noch ein bisschen geswiped. Bisschen links, bisschen rechts. Guck mal schön die Bilder von gestern. Ja, hast schon Bilder. Wir haben schöne Blueberry-Suppe. Da habe ich gerade eben gedacht. Du hast in Erinnerung geschwelgt. In Erinnerung reicht dir nicht, dass du noch hier bist, gell? Du musst in einer Erinnerung von gestern schwelgen. Du, das habe ich gerade gedacht, wo ich Holz geholt habe. Die leckeren, leckeren Blaubeeren. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt habe ich hier noch was anderes. Jetzt habe ich noch was anderes. Erinnerung von gestern schwelgen. Du, das habe ich gerade gedacht, wo ich Holz. Es ist 13:02 Uhr. Fabio war gerade unten Wasser holen und kommt um 13 Uhr wieder. Wild. Leckeren Blaubeeren, die hier überall wachen. Ja. Wachsen, weißt du? Ich dachte mir, das morgens früh wäre doch der Knaller. Ja, das wäre wirklich klasse. Müsste nur jemand sammeln. Dazu haben wir noch keine Kraft. Wir müssen erst noch Fische fangen. Wir müssen erstmal noch baden gehen jetzt. Ja, wir baden jetzt. Hygiene und so. Hygiene und so, richtig. Ne? Haben wir jetzt eine schöne Stelle gefunden. Die ist approved zum Baden gehen. Farbe wieder gelber als eine Sonnenblume. Ja. Glasklares Wasser. Der hat doch irgendwas, oder nicht? Dass das auch nicht gezeigt und Stein thematisiert zum Reingehen, wird. Herrlich. Sau das Richtige für so. Ich glaube, die sind nicht mehr zurechnungsfähig aktuell. Urlaub. Ja, klasse. Sieht ein bisschen aus wie hier an der Adria. Die kommen doch vor 16 Uhr nicht mehr weg. Glaube ich ganzen auch. Menschen. So, als erstes machen wir hier Waschen von den Klamötkes. Klamotten waschen? Das sind nämlich schöne Unterhose, alte Socken. Herrlich. Scheiß drauf. Der ganze Schmauch der letzten Tage da mal rausgeht hier. Heute ist das mal. Tag 12 ist Waschtag. Die werde ich mir auch holen. Man lässt das Ganze vielleicht ein bisschen einziehen hier, wenn man das so eingeseift hat. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt. So. Jetzt seht ihr den Ausgang. Nee, ich habe Fabio auf der Tour, wo wir unterwegs waren, gar nichts zum Inhalt von Survivor Squad gefragt, weil ich das nicht wollte. Ich wollte mich nicht irgendwie spoilern lassen oder so. Oder nachher erzählt er noch was, was ich nicht im Stream erzählen soll. Deswegen, wir haben über den Inhalt, haben wir gar nicht gesprochen. Ein Otto. Nur noch Haut und Knochen dran. Zeig mal her. Ja. Oh, wirklich. Mann. Nur noch Haut und Knochen. Absolut. Das ist so gut, ey. Ist aber nicht so kalt. Willst du erst ins Wasser hüpfen? Ja, so sieht's aus. Alter, ist das Wasser klar. Bei so einem abgemagerten Körper kann man gar nicht. Ja, Fabio, genau, du bist super abgemagert. Du siehst super abgemagert aus. Überhaupt gar keine Brustmuskel, gar kein Schultermuskel, gar kein Bizeps mehr da. Alles weg. Nur noch ein Strich in der Landschaft. So viel zu waschen ist auch praktisch. Das ist der große Vorteil, ne? Ja. Genau. Nur noch Haut und Knochen. Ich bin ja. Wieder, fliegen muss. Nee, einfach ein bisschen Haut nur noch. Otto holt sich erstmal runter, auch nicht schlecht. Haut und Knochen. Da sind wir beide nur noch. Nur noch Haut und Knochen. Boah, ich hab so Muskelkater, ne? So.
Wäscheleine ist gemacht. Aber es sieht gemütlich aus, deren Lager irgendwie so, ne? Sehen wir die Sachen mal schön alle zum Trocknen auf. Das ist natürlich die Frage bei so einem bewölkten Tag, wie lange das dauert. Aber die kann nur eins ausbringen. Ja, ist noch nicht Wasser drin. Wir legen jetzt los. Fabio, ey, der schläft schon. Guck da mal. Aber das ist mir jetzt öfter schon mal aufgefallen. Achtet mal. Ist noch nicht Wasser drin. Achtet mal auf Fabios Körperhaltung, Gesichtsausdruck. Der ist doch gar nicht da, oder? Der ist weg gerade. Der ist nicht in dieser Welt. Jetzt los. Jagen. Angeln. See ist super ruhig, kein Windchen geht, super angenehm. Die Enten sind mitten am See, ganz hervorragend. Und dann legen wir auch nachher los mit der Überraschung für euch. Das große Otto-Fabio-Projekt. Das große Otto-Fabio-Projekt, da könnt ihr euch drauf freuen. Aber wir wissen doch schon längst, was es wird. So, Step 1, die Angeln ready machen. Und da zeigen wir euch jetzt mal, was Fischwirt Otto Gerd Karasch sich da überlegt hat. 15.10 Uhr fangen die erst mit. Naja, gut, okay, ich weiß auch nicht, irgendwie komme ich da nicht drauf klar. Genau. Die haben die Ruhe Fischwirt weg. Hat nicht viel mit Angeln zu tun, aber Angeln habe ich auch schon, seitdem ich 14 bin. Wir haben am Anfang ja am Fluss versucht mit Spinner, wo wir auch eine Esche mitgefangen haben. Und dann hat sich herausgestellt, was super funktioniert hat, ist eine Fliege zu nehmen mit einer Wasserkugel. Wasserkugel ist wie ein Schwimmer, schwimmt oben drauf. Wir haben jetzt hier ein bisschen Blei dran getan, damit wir auch ordentlich weit raus können. Denn der See ist sehr flach, gerade am Ufer. Das heißt, wir haben jetzt hier, das schwimmt oben und die Fliege geht unter. So eine Nassfliege, die also im Wasser hängt, sieht aus wie eine Fliege, die einfach reingefallen ist. Mhm. Das Ähnliche haben wir bei Ich dachte, Fliegen sind immer so auf der Wasseroberfläche. Habe ich gemacht, da haben wir allerdings einen Schwimmer genommen. Auch so ungefähr identische Distanz. Und wir werden ja, jetzt die Angeln auswerfen, möglichst weit nach draußen. Ich bin gespannt, weil wir haben noch keinen einzigen Fisch. Das ist jetzt der dritte Tag an dem See. Ja, theoretisch, ja. Aber nicht der volle. Also an dem einen Tag sind sie angekommen. Gestern oder der Tag vor dem hier waren sie komplett da. Da haben sie aber irgendwie nur einen Schuss jeweils auf Enten abgegeben. Sonst ist da, glaube ich, nichts passiert, außer eine Blaubeersuppe. Ganzen Tag lang. Und jetzt ist der dritte Tag quasi. Können Sie sehen, nichts an der Wasseroberfläche. Aber nicht dort der dritte volle Tag. Fisch ist. Am Ufer sieht man, können Sie jetzt nicht sehen, ganz, ganz viel tierisches Plankton, was eigentlich super ist für kleine Fische, die normalerweise immer am Ufer schwimmen, so die Brut. Auch noch nicht gesehen. Mal schauen. Vielleicht gibt es doch Fische hier drin. Wir werden die Angel jetzt hier positionieren. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie diesmal all in, was Ausrüstung angeht, gegangen sind, um zu zeigen, wie weit Sie kommen. Und dann machen Sie es nochmal mit Minimalausrüstung, um zu zeigen, dass es so viel gar nicht braucht. Wilde Theorie, glaube ich nicht. Warum so, was ist denn das für ein Konzept? Also, da, nee. Das kann sein, dass das im Nachhinein dann, dass das nochmal machst, weil du sagst, ja gut, das war jetzt doch ein bisschen schwer. Aber du überlegst dir doch nicht als Grundkonzept von der Staffel 1 und der Staffel 2 sowas. Das ist doch völliger Quatsch. Warum sollten wir das jetzt nochmal mit minimalistischer Ausrüstung machen? Und dann auf die Jagd zu gehen, haben die allerdings natürlich in Sichtweite, die Angeln, und hoffen, dass wir damit dann erfolgreich sein werden. Wir sehen draußen, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die Kugel. Und unten drunter ist jetzt quasi die Fliege ist im Wasser und simuliert einfach eine tote Fliege, die da drum fliegt. Aber das hätten die doch schon die letzten 2,5 Tage einfach mal irgendwo rausschmeißen können und dann da lassen können. Wie so eine Art Falle. Er schwimmt und das sollte für Fische eigentlich passend sein. So, jetzt wollen wir noch Fabios Angel auswerfen. Dann gucken wir mal. Auch als sie gestern zum Beispiel dann nach diesen Enden geguckt haben, die hätten das so einfach ja auswerfen können, irgendwie befestigen, dann gehen sie nach den Enden gucken und gucken 2 Stunden später nochmal. Wäre natürlich schön, wir kriegen gleich eine Ente und haben Fisch. Das wäre wahrscheinlich machen sie es jetzt so. Absolute Knaller. So, Fabio dürfte ein bisschen mehr Gewicht dran haben, könnte wahrscheinlich ein bisschen weiter rauskommen, was gut wäre. Schön jetzt hier hinten im Baum festhängen. So, richtig, richtig Schwung holen. Ja, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Schön in den Baum rein. Hat aber Glück gehabt, dass sie es nicht verfangen hat. So, wir haben eben die Herrlich. Enten schon ausgemacht von Weitem. Ich hoffe, sie sind immer noch im gleichen Spot. Jetzt machen wir es wie beim letzten Mal. Gehen hier durch den Wald außen rum. Und uns dann wieder langsam annähern, damit Enten uns sie sehen. Fabio wirkt richtig, oder? So ein bisschen neben der Spur. Ich finde Otto, guck mal, jetzt in dem Bild, ich finde, man Otto sieht man jetzt schon an, dass er ein bisschen schmal geworden ist im Gesicht. Sieht gut aus, aber
Ich finde, man sieht es jetzt hier bei ihm so ein bisschen in der Aufnahme, zumindest wirkt es bei mir so. Aber Fabel wirkt so von seiner Art, wie er sich bewegt, wie er handelt und wie er erzählt, schon so ein bisschen, ja, so benommen, ne? Benommen, betröppelt, so ein bisschen apathisch schon. Krass. Wir können super sehen, sind sofort weg. Das heißt, wir gehen tief durch den Wald, gucken immer, wenn wir so ein bisschen den See sehen, auf dem Zielfernrohr, sind die da, sind sie nicht da. Langsam vorsichtig annähern. Ist nicht so einfach. Enten können, wie gesagt, super gut sehen. Ja. Wir wollen eigentlich noch was essen heute. Wir sehen jetzt wieder vorne am See die Mutter mit den Kleinen, die natürlich kein Ziel ist. Schießt sie über den Haufen. Wir wollen nur gucken, dass sie nicht verschreckt ist und die anderen Enten warnt. Deswegen lassen wir die jetzt mal langsam vorbeiziehen, um so weiter annähern zu können. Gefühlt ist Otto jünger geworden und Fabio älter. Ja, so ein bisschen, ne? Ich guck mal, ob wir die irgendwie auf Kamera bekommen. Ja, könnt ihr das schlecht erkennen. Das ist die Mutter mit den Kleinen. Ja, aber man sieht's wenigstens. Schwimmen langsam von uns weg. Warum habt dann das 600er 80 Kilo Tele nicht mit? Nun sehen wir schon zwei weitere Enten ausgemacht. Mal gucken, es bleibt spannend. Das heißt, es in der Position wieder warten, bis sie hoffentlich irgendwann die Enten vorbeischwimmen. Gestern hat das Ganze gut 2,5 Stunden gedauert, bis welche vorbeikamen. Hinter uns donnert's, Gewitter zieht auf. Fabio, was sagst du, Enten? Das war's mit den Enten. Die sitzen schon längst an den Uferrand, irgendwo hinterm Busch und genießen die Trockenheit. Ja. Jetzt hocken die da im Regen, aber haben keine Regenjacke mit und lassen ihre Isolationsjacke voll siffen. Fabio sagt, das war's mit den Enten. Die sitzen eh längst irgendwo am Uferrand und genießen die Trockenheit. Und wir sitzen hier. Ja, aber das war doch jetzt auch nicht das Angeln, oder? Dass die jetzt da zweimal die Angeln parallel nebeneinander auswerfen, festmachen und das. Wie zwei Waldschrate beobachten den See. Leider heute keinen Erfolg gehabt. Aber wir gehen jetzt mal zurück ins Lager, bevor wir nachher nass in die Schlafsäcke müssen. Und ja. Aber das war's doch jetzt nicht. Das ist doch ein bisschen dünner irgendwie, oder? Dann werden wir heute wohl hungern. Außer bei den Angeln finden wir noch was. Aber das bezweifle ich so ein bisschen. Also ich bin kein Angler, aber da gibt es doch irgendwie mehr Möglichkeiten oder bestimmte Bereiche abfischen oder mal ein bisschen mehr Spinnangeln und mal wechseln und mal eine halbe Stunde die Pose drin lassen, Positionen wechseln, aber jetzt einfach so einmal da rein und dann, das kann jetzt nicht das Angeln gewesen sein, oder? Um 15 Uhr sind die los. Und um 16:30 gehen die jetzt. Die haben jetzt von dem 24-Stunden-Tag, haben die jetzt 1,5 Stunden. Zu Hause regnet, ist das immer völlig egal. Aber hier, das ist doch irgendwie nicht, oder? Wenn wir jetzt hier richtig nass werden, heißt das, die Jacke, die man nachts im Schlafsack anhat und so weiter, ist feucht, der Schlafsack wird feucht. Seitdem die am See sind, wissen die doch schon, dass es nicht mehr weitergehen. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schade, dass sie das nicht thematisieren. Weil wie gesagt, ey, die haben krasse Leistung vollbracht und das ist auch ein geiles Projekt. Aber ich verstehe nicht, warum in diesen ganzen Folgen nicht einmal die Grundmission irgendwie thematisiert wird. Das ist irgendwie, das weiß ich nicht. Das verstehe ich irgendwie nicht. Oder ob das mit Absicht ist oder. Also was ist auch, du fragst ja auch, was ist jetzt in deren Gedanken? Was ist gerade deren Ziel? Was ist, ja, dass sie jetzt da angeln wollen und dass sie da eine Ente schießen wollen, klar, das sind die kleinen Mikroziele, aber was ist eigentlich mit dem Gesamtprojekt? Was ist eigentlich mit der gesamten Mission? So, was ist, geht da in deren Köpfen? Haben die das schon abgeschrieben? Sind die gerade in dem Mood, wo die sagen, na klar, machen wir die 300 Kilometer noch voll. Na klar, sind wir 30 Tage draußen. So, das wurde ja nicht einmal thematisiert. Deshalb, ja, versucht man das natürlich zu vermeiden. Jetzt wurden wir aber ein bisschen vom Regen überrascht und jetzt sind wir nass. Irgendwie haben wir jeden Tag so ein bisschen Regen, oder? Das wundert mich. 2-3 Tage bis jetzt ohne Regen? Ja, gestern. Ein bisschen Regen, aber sonst immer morgens oder abends. Ja, ja. Tagsüber. Tagsüber hatten wir bisher meistens, Glück in den letzten Tagen. Meistens Glück, ja. Ja. Ist schon, aber man nimmt den Regen einfach hin, wir können es eh nicht ändern. Ja, wir können es eh nicht ändern, aber es ist auf jeden Fall, muss man dann einplanen, dass man das Ganze lieber trocken hat und eine gute Nacht verbringt. Und zu Hause ist es völlig egal, im normalen Haus und so weiter, alles egal. Aber ist es nicht irgendwie sogar so, dass Fische bei Regen sogar besser beißen oder so? Oder ist das so ein Mythos? Sachen, frische Sachen. Genau. Jawohl, der Donner. Aber ich glaube, ist auch wieder scheiße bei Gewitter mit einer Carbonangel. Sollst du auch nicht machen, ne? Wir gucken jetzt erstmal nach den Angeln. Vielleicht, auch wenn ich nicht so wirklich die Hoffnung habe,
haben wir da was dran, damit wir noch eine Kleinigkeit essen können heute. Oh, jetzt wird Regen dolle. Ja. Ja, mal schauen. So, es fühlt sich leider nicht an wie ein Fisch. Es hat den Köder bzw. die Wasserkugel mit der Fliege einfach ans Ufer getrieben. Ja, aber wie gesagt, das war doch kein Angeln, oder? Das wirkte jetzt so ein bisschen. Yay. So. Das wirkte irgendwie so ein bisschen pseudomäßig. Na komm, wir schmeißen die mal raus und dann legen wir die irgendwie mal hin. Aber das war doch kein Angeln. Haben wir gefangen. Also oder? Heute nicht erfolgreich mit was Jagd und das können Sie doch jetzt nicht ernsthaft als die heutige Angelsession für sich selbst verbuchen, oder? Bin ich jetzt schon wieder zu kritisch? Angeht. Aber das ist manchmal so. Manchmal hat man Glück, nee, manchmal hat man Pech und die anderen haben Glück oder irgendwie sowas geht das. Ne? Ja, egal. Wir werden jetzt auf jeden Fall Energie sparen. Zurück zum Lager. Boah. Angeln war nie der Plan von Blueberry Squad. Nee. Ja, ich verstehe es nicht so ganz. Irgendwie so. Ich verstehe auch nicht, wie die in dieser Situation quasi als Prio irgendwie da, keine Ahnung, baden gehen haben und bis 12 Uhr in der Koje liegen. Und irgendwie, das geht alles nicht so ganz in meinen Kopf rein. Ja, und da irgendwie schauen, ob sich das mit dem Regen noch gibt. Aber ich schätze mal, ja, heute ist nur noch Ruhen angesagt, um die Ressourcen zu sparen. Es ist nur noch Ruhen angesagt, um die Ressourcen zu sparen? Naja, aber es ist ja klar, dass... Also das ist ja dann wirklich nur noch ein Rauszögern. Das funktioniert ja nicht. Aber krass übrigens an der Stelle, wie gut Multicam hier funktioniert. Ich glaube, eine Regenjacke für die Tour wäre besser gewesen. Also für den Jagdausflug, nennen wir ihn mal so. Boah, das ist alles durch. Scheiße, das ist komplett klitschnass. Wir sind zurück im Lager, harren jetzt hier quasi im Regen aus. Haben natürlich noch Hoffnung, dass das irgendwie aufhört heute noch. Aber ja, wir haben jetzt halt auch schon Abend. Mal schauen, wie lange das noch geht. Also wie gesagt, ich kann das komplett verstehen, diesen Zustand, den sie da haben. Also ne, das, ich wäre wahrscheinlich nicht an diesem Punkt oder wäre da schon längst vorher abgekackt. Was, erkennt ihr, was das hier ist? Ach, Solarpanel. Ah, ich habe gerade überlegt, ob das eine Bundeswehr-Faltisomatte oder so. Solarpanel, ja, okay. Regen hat aufgehört. Wir sind beide irgendwie komplett durchfroren wegen den nassen Klamotten. Aber jetzt gibt's Höllenfeuer. Ja, erstmal ein kleiner Waldbrand. Ja, schön. Ehrlich. Sehr schön. Boah. Nachdem ich heute Morgen und ja eigentlich bis heute Nachmittag ein totales Hoch hatte, geht's mir heute Abend, nachdem es eben so kalt war, nicht so körperlich gut. Jetzt gerade gesprochen, dass wir morgen mal ganz hoch auf die andere Seite des Sees, wo wir bisher noch nicht waren, gehen wollen. Und gucken, ob da vielleicht Fisch ist, weil da der Zufluss für den See ist. Wir da vielleicht mehr Enten oder sonst was finden. Aber mal ganz kurz, der Plan ist jetzt, auf die andere Seite des Sees zu gehen, um zu gucken, ob da mehr Fische sind. Habe ich jetzt schon wieder irgendwas vergessen? Die haben bisher jeder einmal ihre Angel ausgeworfen und nach anderthalb Stunden wieder eingezogen. Das ist das Einzige, was sie bisher gemacht haben, was Angeln angeht. Oder? Und deswegen sagen sie jetzt, da sind keine Fische und jetzt gehen die hoch, wollen die auf die andere Seite. Zweimal, glaube ich. Na, jeder einmal, oder nicht? Das verstehe ich nicht so ganz. Kopf ist bei uns beiden noch am Start, aber Körper merkt man auf jeden Fall. Also zumindest ich heute Abend extrem. Das ist die Hoffnung morgen. Wir schießen Ente. Vielleicht mehr als eine. Ja gut, aber das wollen sie ja seit 2 Tagen schon machen. Aber ja gut, gut, kannst natürlich weiter probieren. Also... Nur aus Zuschauersicht. Ich weiß ja nicht, wie es wirklich vor Ort war, was alles gemacht wurde, was alles nicht gemacht wurde. Aber rein aus Zuschauersicht, die 2 Tage, die jetzt hier an dem See sind, ist irgendwie gefühlt, machen die nichts. Oder? So richtig. Ich will damit nicht sagen, dass ich das irgendwie besser kann oder so. Auf gar keinen Fall. Es ist nur jetzt die Wahrnehmung, über die ich spreche. Weil das ist ja die haben jetzt 2 komplette volle Tage dort verbracht. Aber irgendwie so richtig. Wie gesagt, die waren ja jetzt auch jagdtechnisch. Ja, es hat angefangen zu regnen. Ja, auch beschissen, alles Mögliche. Aber ist es nicht so, dass die in dieser Situation eigentlich gefühlt meinetwegen früh zum 8 losziehen müssten, Angel raus, Enten abchecken,
Angel mitnehmen, anderen Spot probieren, so, weißt du, dass du mal 6, 7, 8 Stunden, du musst nicht die ganze Zeit laufen, auch ein bisschen pirschen, ein bisschen liegen, ein bisschen gucken, aber effektiv waren die doch jetzt Jagen und Angeln 1,5 Stunden von 24. Glaube, die sind ein bisschen verzweifelt. Ja, kann ich verstehen, kann ich völlig verstehen. Fangen Fisch und können endlich unser Projekt starten, was wir euch versprochen haben. Denn da freue ich mich, oder wir beide uns sehr drauf. Und das Projekt verstehe ich auch nicht so richtig. Das Projekt, dass die jetzt da irgendwie diesen Bärenkäfig-Shelter bauen, habe ich so als Gefühl, dass es eine reine Content-Entscheidung ist. Das, also, weil es ergibt irgendwie ja keinen Sinn. Also, warum sollen die den bauen? Warum? Wofür? Der ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Das ist ja eine reine Content-Entscheidung, um jetzt nochmal Material fürs Video zu haben, oder? Ja, wir können nur sagen. Und es ist reine Energieverbrennung. Die haben jetzt 12, 13 Nächte ohne so einen Shelter rausgebaut. Es gibt gerade keine akute neue Bären-Grizzly-Situation. Verstehe ich nicht so richtig, warum man dann. Also würdest du ja in so einer Situation nie machen. Würden die beiden ja sicherlich vor Ort auch nicht machen. Das ist ja wirklich nur, okay, dass wir jetzt irgendwie nochmal Content haben, oder? Good night, ja. Gute Nacht, ja. Good night. Und ja, die hatten ja Gewehre, die hatten auch Karibu. Ja, ist es scheiße, so ein Karibu zu schießen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, du löscht ein Leben aus, du isst dann auch nicht das Ganze. Aber der restliche Tierbestand ernährt sich dann trotzdem an dem Karibu. Wisst ihr, was ich meine? Aber so wie die das ja machen, funktioniert das nicht. So, wenn du da jetzt 2 Enten vom See schießt, da sind wir wieder bei diesem moralischen Ding. 2 Enten vom See schießen oder ein Karibu schießen? Pff, weiß ich nicht. Gefühlt habe ich mehr Karibus als Enten gesehen in der Serie. Wir hören gerade Wolfs Geheul. Ist sehr weit schwierig, weg. Schwierig. Wir wissen nicht, ob man es aufs GoPro hören kann. Und irgendwo da aus der Richtung. Aber es ist leise. Das ist im Tal, wo wir hergekommen sind. Vermutlich, ja. Wolfsgeheul haben wir uns. Entweder Survival oder nicht, wenn es nichts zu fressen hast, musst du halt dran glauben, was als erstes erlegt werden kann, ja? Ja, aber Tiere essen ja normal nichts, was schon tot ist, oder? Tiere essen nichts, was schon tot ist. Ja, da würde ich noch mal ein bisschen recherchieren. Da würde ich mich noch mal ein bisschen informieren. Natürlich werden Tiere komplett verwertet. Es gibt Aasfresser und hast du nicht gesehen. So, Tiere können es ja mit ihrer Nase auch einschätzen, wie frisch etwas ist und riechen das. Da kracht's ganz gewaltig, ja, ja, ja. Klar, wenn ein Tier irgendwo verendet und stirbt auf natürliche Art und Weise, das wird komplett verwertet von der Umgebung, der Natur, von den Tieren und hast du nicht gesehen. Uns die ganze Zeit gewünscht, das mal hier draußen zu hören. Gerade nach unserer Begegnung an Tag 3 mit dem kleinen Rudel. Das ist völlig surreal, draußen in der Wildnis ein Wolfsrudel zu hören. Ein Status-Update. Bär, Wolf, Fuchs, Raben fressen alles, was sie finden. Schreibt jemand. Bin eben mal kurz zum Pinkeln aufgestanden. Was mir irgendwie ziemlich schwer gefallen ist. Ich bin eben schon mal eingepennt. Und ja, wollte dann aufstehen, aber ich habe irgendwie gemerkt, so, wow, mir ist irgendwie komisch, so Kreislauf. Ja, das wird ein Abbruch wegen Gesundheit. Safe. Mäßig. Ich hatte so gekrisselt auf den Augen und ja, so. Ja, ja. Ja, wie so Übelkeit. Und auch wenn ich ganz normal atme, wie wenn ich nicht so richtig Luft bekomme, wie wenn irgendwie was Schweres auf dem Brustkorb liegt. Ja, so habe ich auf jeden Fall noch nicht gefühlt bisher. Ist irgendwie strange, vor allem weil ich auch liege und jetzt nicht rumlaufe oder so. Hier die letzten 2 Wochen sahen ja bisher so aus, viel verbrennen, durchschnittlich laut Uhr immer zwischen 3 und 3.500. Zum See zu gehen war definitiv die falsche Entscheidung. Nee, sehe ich nicht so. Ich denke, das war eine richtige und gute Entscheidung. Meiner Meinung nach hätten die Packrafts generell mitnehmen müssen, weil es ergibt auch keinen Sinn, dass sie die da gelagert haben, weil der Weg über den See auf die andere Seite ja der richtige Weg wäre. Wenn die sich jetzt entschließen, von ihrem Spot aus auf die andere Seite des Sees zu gehen, ja, dann ist das Projekt eh durch. Weil dann müssen die ja den kompletten See plus den Weg wieder runter zu den Packrafts, um die Packrafts zu holen und dann einen Riesenbogen. Also, dass sie diese Packrafts da unten gelassen haben, das war meiner Meinung nach eine absolute Fehlentscheidung und überhaupt nicht nachvollziehbar. Jetzt dann sich noch mehr von den Packrafts wieder zu entfernen, wo du ja eigentlich weißt, du musst wieder zurück zu den Packrafts, ist auch maximal verwirrend. Und hätten die Packrafts mitgenommen, hätten die halt eine Ente einfach schießen können, auch auf 100 Meter, oder hast du nicht gesehen? Dass man einen ganzen Tag lang probieren
Und dann wären die mit dem Packraft rüber und hätten die halt geholt, weil die geht ja nicht unter. Und das, was wir bisher insgesamt gegessen haben, auf dem gesamten Trip, deckt noch nicht mal ansatzweise das, was man an einem Tag... 859 Kalorien in 12 Tagen, das ist krass. Da würde ich ja, also da würde ich grob behaupten, da habe ich bei Seven vs. Wild Staffel 1 mehr Kalorien zu mir genommen. Mit dem ganzen Blaubeeren, dreimal am Tag und Himbeeren, ja. Verbrannt, das wollte... Die haben schon längst aufgegeben, denke auch nicht mehr, dass ihre Intention ist, die Strecke zu schaffen. Ja, aber dann fehlt mir so ein bisschen, ich weiß, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber deswegen sind wir ja hier. Das ist ja auch völlig verständlich und völlig okay, aber warum spricht man da nicht rüber? Warum sagt man nicht, ey, wir merken, das funktioniert so nicht. Wir switchen jetzt unsere Mission um. Aber das einfach so laufen zu lassen, von Folge zu Folge zu Folge, und denkst du so, jedes Mal kommt das Intro, 300 Kilometer zu Fuß, und denkst du, man weiß nicht so richtig, woran man ist. Wisst ihr, was ich meine? Und das aber quasi die ganze Zeit. Weil seit Folge 1, seit Tag 1, seit der rum ist, merkst du schon, irgendwie passt das nicht. Das ist zu wenig. So, und... quasi, wir sind jetzt nach 12 Tagen, 12 Mal haben wir das jetzt erlebt, 12 mal 24 Stunden, und es wird aber nicht thematisiert. Wollte ich einfach mal gerade festhalten, was das so... Also, weil das ist ja auch das Spannende, was geht in deren Kopf ab? Weil wir sind uns alle einig, die haben mit dem Projekt, diese 300 Kilometer zu Fuß zu schaffen, abgeschlossen. Gehen wir alle stark von aus. Ist auch absolut realistisch und ist auch völlig fein und auch völlig okay. Aber irgendwo wird es ja auch mal... Gespräche unter den beiden gegeben haben zu diesem Thema, oder? Oder was überhaupt der Plan ist? Oder wie viele Tage die jetzt am See bleiben wollen? Wie die noch die Kilometer schaffen wollen? Wie das ist... Das fehlt alles komplett. Einem macht oder mit mir macht. Es wirkt halt jetzt irgendwie nur noch wie so ein... Naja, wir sitzen jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen ab und wir gucken mal so ein bisschen rum und wir probieren mal und schlendern und aber... Vielleicht ist es deswegen auch dann so, dass sie halt so Ewigkeiten auch einfach nur rumliegen und nichts machen und erst 15 Uhr aufstehen, nee, okay, 13 Uhr oder 12.30 Uhr aufstehen, weil es eigentlich vom Mindset her, von der Intention eh schon durch ist alles. Ja, bei Otto sieht es anders aus. Er hat natürlich auch abgenommen, aber ja, an ihm ist einfach mehr dran und er ist das wahrscheinlich mehr gewohnt als ich. Wirkt wie ein Hinauszögern des unvermeidlichen Endes, ja. Längere Zeit nichts isst. Ja, das ist gerade so der Status. Selbst wenn sie 14 Tage machen wollen, warum wird es nicht einfach gesagt? Ja, das verstehe ich halt auch nicht so ganz. Tagesstrecke 70 Kilometer? 70? Gesamtstrecke? Warum schreibt ihr alle Gesamtstrecke? Ja, ich kann auch lesen, natürlich Gesamtstrecke. Du hast Tagesstrecke gesagt? Ah, okay. Ach so. Sorry. Vielleicht bin ich auch ein bisschen dämlich. Ups. Erstmal kompletten Chat beleidigen. Oh, feiere ich schon wieder. Ja, ich weiß. Beruhigt euch. Ich meinte aber Gesamtstrecke. Mir ist doch klar, dass die nicht heute 70 Kilometer gelaufen sind, Leute. So, jetzt beruhigen wir uns wieder, okay? Wir beruhigen uns wieder. Da kracht's aber geil. Ich bin auch dehydriert bisschen. Ja? Ich habe seit 12 Tagen auch nichts gegessen. Mein Gott, Alter. Man kann ja sich auch mal versprechen. Oh, Freunde, der nächste Tag uns überrascht, der Tag mit Wunder. 9.34 Uhr. Huh. Jetzt können wir arbeiten. Im Sonnenschein. Richtig, richtig. Jetzt geht's steil. Das Feuerchen gemacht. Machen jetzt erstmal einen schönen leckeren Tee zum Morgen. Und dann wiederholen wir den gestrigen Tag mit hoffentlich mehr Erfolg, mit Jagd, mit Angeln und dann mit dem Projekt, was wir uns euch versprochen haben. Ach, Sonne tut einfach. Jetzt erstmal am Stein lutschen zur Beruhigung, fühle ich. Genießt mal. 10 Sekunden später, 16 Uhr. Geil. Jetzt erstmal schön Thema. Feier ich. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin auch ein bisschen traurig, dass jetzt irgendwie bald vorbei ist. Irgendwie, das fühlt sich halt schon so. Bekannten. Guck mal, es ist jetzt gleich Folge 9 vorbei, dann kommt noch Folge 10, dann war's das so. Das ist. Es macht mich traurig. Irgendwie. Labrador Tea oder Hudson Bay Tea oder Trapper Tea, egal wie er genannt wird. Da gibt es erstmal was Warmes in den Magen zum Start im Tag. Tee ist gesammelt. Hier vom Labrador Tea nehmen wir jetzt einfach. Bisschen Edelweiß rein. Frischen Blätterchen oben, die Stiele nicht. Und das letzte Mal hatten wir, ich glaube, knapp 40 Stück reingetan. Heute tun wir mal ein bisschen mehr rein.
dann sollte das ein schöner Start in den wunderschönen... Mit Spinne lecker, das dachte ich mir auch gerade. Tee ist fertig, zieht jetzt noch ein bisschen, dann können wir gleich was Schönes Warmes trinken. Wir ziehen jetzt los. Oh, die schon mit Regenjacke. Sehr gut. Bei mir ist so, dass ich das Gefühl habe, ich könnte den ganzen Tag pennen. Ich habe auch bis gerade eben noch im Schlafsack gelegen. Tag ist durch. Und diese Übelkeit geht halt nicht weg. Also, jetzt mal kein Flachs, ne? Das ist Tag was? Tag 14? Nee, Tag 13. Das ist Tag 13. Die haben 800 noch was Kalorien in 13 Tagen zu sich genommen und haben die ersten 9 Tage oder was das war, jeden Tag sind die gelaufen mit einem 38 Kilo Rucksack. Ich kann euch sagen, warum es Fabio schlecht geht. Weil Fabio gerade stirbt. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig oder sowas, aber es ist Fakt, Fabios Körper stirbt einfach gerade. Otto ist anscheinend noch nicht, aber Otto ist ja auch Gigachat, dem macht er nie was aus. Nee, aber es ist doch wirklich so, jetzt mal Real Talk, jetzt mal ohne Flachs oder sowas. Warum geht's ihm schlecht? Warum pennt er nur noch? Weil Fabio beginnt gerade zu sterben. Es ist Fakt. Der Körper zerfrisst sich selbst. Der Körper merkt, ich kriege hier nichts mehr. Der Körper fährt runter und sagt, Alter, wenn du so in dem Tempo weitermachst, bin ich in 3, 4, 5 Tagen tot. Das heißt, ich mache etwas mit dir, damit du aufhörst, so zu handeln, damit ich mich hinlege, weniger Energie verbrauche, damit ich länger durchhalte. Das ist einfach Fakt. Fabio stirbt hier gerade. Ja, und der Körper realisiert das und versucht dagegen anzukämpfen. In so eine Abwärtsspirale zu kommen und zwinge mich jetzt hier mitzugehen und nicht weiter. Otto ist auch viel größer und stärker, schwerer als Fabio. 35 Kilo ist easy für den, 38 Kilo ist der Tod für Fabio. Dass 35 Kilo jetzt easy sind für Otto, würde ich mal nicht so sagen. Vielleicht mag Otto das selber von sich sagen, ist auch okay, muss ich ja selber einschätzen. Aber als komplett easy, finde ich, wäre es vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ja, gebe ich natürlich absolut recht, dass Otto eine andere Statur hat, von sich aus stärker, mehr Muskulatur, größer und dem natürlich verhältnismäßig, aufs Verhältnis gesehen vom Körpergewicht, ist das Gewicht für Otto natürlich leichter als für ein Fabio. Zu pennen. Ich werde heute wahrscheinlich ein bisschen ruhiger sein, weil das alles irgendwie ein bisschen nervt, das Reden, aber versuche euch da einfach irgendwie Status... Ja, es ist vom Football mehr gewohnt. Ja, Fabio macht gefühlt 7-mal die Woche Kampfsport, so mit Ringen und alles, das würde ich so nicht sagen, aber ja. ...zu geben, damit ihr euch mehr in diese Situation reinversetzen könnt. Ich wundere mich nur, warum Otto das nicht realisiert, zumindest wirkt das so als Team fragwürdig. Ja gut, das weißt du nicht, was da hinter der Kamera für Gespräche stattfinden. Weil, also ganz ehrlich, das könnt ihr mir nicht erzählen, wenn die dort beide draußen seit 13 Tagen unterwegs sind, als ob die nicht Gespräche führen, im Sinne von, ey, guck mal, die sind beide da rausgegangen mit dem Ziel, 300 Kilometer zu Fuß durch Kanada zu bewältigen. Jetzt merken die, es funktioniert irgendwie vielleicht doch nicht so. Das heißt, natürlich werden die miteinander Gespräche führen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Natürlich werden die da sitzen und sagen, ey, scheiße, wir kommen nicht voran, Otto, was machen wir, ich kann auch nicht mehr, wir kommen nur so und so voran, das ist ja unrealistisch, scheiße, wollen wir jetzt zu diesem See, wie lange bleiben wir denn bei dem See, was ist der Plan, wollen wir, diese ganzen Gespräche finden hundertprozentig statt, das ist doch nicht einfach so, ja, Papa, ja, morgen, jetzt machen wir das, ach, Otto, wollen wir uns morgen mal waschen, ja, Fabio, lass doch morgen mal waschen. Natürlich finden diese Gespräche statt und ich glaube auch, dass diese Gespräche über Fabios Zustand stattfinden. Ich glaube nur, dass sie halt irgendwie nicht thematisiert und dokumentiert sind, würde ich behaupten. Weil so wie es Fabio geht, wird er doch auch mit Otto darüber sprechen. Und ja, so ein bisschen nachfühlen könnt, was dieser Trip mit einem machen kann. Ja. Wir nähern uns der Spitze des Sees, beziehungsweise so knapp die Hälfte haben wir jetzt erst. Wir sind jetzt ein bisschen in schwerem Gelände unterwegs. Alter, Fabio ist komplett Fritte. Achte auf seine Augen, auf seinen Ausdruck vom Gesicht und so. Also arg abfallend. Man beobachtet natürlich hier immer ständig das Wasser. Wir beobachten, können wir irgendwas an Spuren von Fischen entdecken. Es kann natürlich auch gut sein, dass bei Fabio jetzt halt diese Realisationsphase kommt, dass er jetzt heute an dem Tag mehr... Guck mal, gestern ging es ihm das erste Mal on-cam schlecht. Jetzt war die Nacht und jetzt, heute geht es ihm noch viel, viel schlechter. Und ich kann mir vorstellen, dass bei ihm jetzt
halt diese Realisation kommt, wo er jetzt merkt und eingesehen hat, ganz ehrlich, das wird nichts. Es ist völlig unrealistisch, diese 30 Tage hier zu schaffen. Und dass deswegen er natürlich auch vom Gemüt her dementsprechend irgendwie enttäuscht ist und abgefuckt ist. Ich glaube, das ist es halt, was auch noch mitschwingt, was auch verständlich ist. Enten haben wir schon gesehen, 2 Stück. Die schwimmen natürlich jetzt auf die andere Seite vom See. Und da unten ist wieder was, wo man normalerweise von ausgehen könnte, dass... Fabio hatte ein paar Folgen Fische vorher sein. Schon mal einen Daumen. Ja, aber nur so ein bisschen mal. So, kurz, und zwar... Seht ihr da diese Blasen, die da hochkommen? Die sind allerdings sehr, sehr gleichmäßig. Normalerweise kann das hindeuten auf gründelnde Fische. Gründeln heißt die Fische, die ein unterständiges Maul haben, also Maul, was nach unten geht, und dann im Schlamm wühlen nach was zu essen. Zum Beispiel Karpfen, Barben, also verschiedene Störe zum Beispiel sind auch so. Aber das da unten ist zu gleichmäßig und immer an derselben Stelle. Also wird das wahrscheinlich irgendwas Unterirdisches sein, wie Gase, Luftblasen, die da entweichen. Also leider kein Fisch. Da furzt ein Taucher. Wäre aber sonst ein Indiz für Fische. Jetzt kommen wir an einer Stelle näher, die eigentlich auch wieder gut sein könnte für Fische. Und zwar, wenn es irgendwo eine Einmündung in den See gibt. Habe ich in Kanada tatsächlich schon mal gute Erfahrungen mitgemacht. Dass sie dann beim Einfluss quasi stehen und hoffen auf all mögliches Getier. Und Schwefel im See, keine Fische. Das weiß ich nicht, ob das Schwefel ist. Die von den Bächlein zugetragen wird. Das heißt, wir beobachten jetzt mal, auf den ersten Blick sieht man allerdings gar nichts. Man sieht nur, wie unfassbar flach dieser See hier ist. Ihr könnt es ja selber sogar sehen. Man sieht da die Sand- und Steinbänke und die ganzen Baumstämme drin. Und normalerweise kann man da, habe ich echt schon mal in so einem See, richtig große Forellen drin gehabt. Irgendwie so ein, ja, irgendwie 40 cm, also Wahnsinn. Sieht aber hier auch nicht danach aus. Wir sehen richtig viele Enten vor. Alter, guck mal, wie weit links die sind am Ufer. Ja. Wir sehen richtig, richtig viele Enten. Also hier ist alles voll, wahrscheinlich irgendwie 15, 20 Stück. Alter. Also viel Bewegung auf dem Wasser. Jetzt die Hoffnung, also Enten können einfach extrem gut sehen. Unerkannt annähern, fast unmöglich bei denen. Normalerweise geht man ja so hin, versteckt sich irgendwo nachts im Dunkeln. Und wenn die Sonne kommt, oder die Sonne aufgeht, besser gesagt, dann landen die Enten dann da. Also ich bin mal gespannt, wahrscheinlich... Wird es auch mit ein bisschen Wartezeit sonst verbunden sein. Wir schauen mal, weil die sehen halt einfach jede Bewegung. Ich werde jetzt mal meine Waffe vorbereiten, weil ich habe hier aktuell nur einen Schrot drin. Der Rest ist noch von der Nacht. Die Slugs. Mach mir noch Slug auf der Ente, Alter. Ja, da ist nicht mehr viel übrig, ne? Gern. Aber ich will wenigstens 2 Schrot drin haben. Und hier habe ich ein kleines Upgrade, damit ich die Waffe nicht mehr die ganze Zeit tragen muss. Wir haben sie jetzt hier auf die Lauer gelegt. So ein bisschen im Grünen versteckt. Aber die Angel ist jetzt auch schon wieder nicht draußen, ne? Oder? Die haben die irgendwie mit, aber nicht in Benutzung. Hinter Bäumen. Wieso treibt einer nicht mal die Enten in die andere Richtung? Boah, das klingt zu einfach, um wahr zu sein, glaube ich. Theorie, ne? Aber du kriegst dich ja nicht verständigt. Wenn der eine auf der einen Seite ist, so, dann willst du ja auch schießen. Ah, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. So, dass wir dann jetzt wahrscheinlich erstmal warten müssen. Ich sag dir, Packraft wäre irgendeine Geschichte gewesen. Vielleicht mit einem Packraft irgendwie. Bis die Enten kommen. Das sehe ich noch am realistischsten. Das kann natürlich ein bisschen dauern, weil die uns eben gesehen haben. Aber die haben ja auch kein Paddel mit. So schnell erstmal nicht an unsere Position zurückkommen. Wie gesagt, Enten können einfach richtig, richtig gut sehen. Da sind aber wirklich viele. Ja, ohne Paddel, das verstehe ich. Du kannst doch keinen 38-Kilo-Rucksack mitnehmen, hast eine Bartbürste bei, ein Handtuch, ein Packraft und hast keine Paddel bei. Also sorry, das ist auch so eine Entscheidung, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja, und es sind vor allem die großen Enten. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Die fangen an, langsam in unsere Richtung zu kommen, aber sind noch weit weg. Jetzt nicht mehr bewegen. Und ich muss so hardcore pinkeln. Komm immer näher. 2 Stück. Wir liegen jetzt knapp einen halben Tag schon auf der Lauer. Über 4,5 Stunden. Und die Enten schwimmen teilweise mal kurz in unsere Richtung. Da
das ist jetzt der dritte volle Tag in Folge, oder? Wo die irgendwo hingehen und die ganze Zeit einfach am Ufer liegen und warten. Dann aber wieder weg. Sind aber gut getan, dass sie uns nicht sehen können. Also Enten sind schlau. Man denkt immer so eine dumme Ente. So dumm sind die gar nicht. Das werden wir jetzt noch ein bisschen hier ausharren. Ansonsten, ja, war es das heute mit Nahrungsbeschaffung. Bleiben uns wieder nur ein paar Blaubeersüppchen, was wir machen können. Und wir wollen ja auch endlich mit dem Projekt starten, Fabi und ich. Scheiß mal auf das Kackprojekt da mit eurem Bärenkäfig. Das juckt, das ist doch scheißegal. Es ist schon Wahnsinn. Also, wenn man so viel Hunger hat und weiß, man braucht wirklich das Essen, wie man stundenlang auf der Lauer liegen kann, beobachtet, wirklich hofft, boah, kommt die Ente in unsere Richtung, kommt die nicht in unsere Richtung, wäre super, wenn sie dahin kommt. Man fiebert da richtig mit. Das ist schon, dann kommt so dieser Jagdinstinkt in einem hoch. Ey, es ist super schwer, die Situation irgendwie auch einzuschätzen. Der Chat hat ja auch verschiedenste Meinungen. Jetzt hier von zu Hause vom warmen Sofa aus. Und ne, aber irgendwie denke ich mir, das ist jetzt der dritte Tag in Folge, wo ihr versucht, eine Scheißente irgendwie an den Start zu kriegen auf einem See, den ihr seht. Und ihr habt ein Jagdgewehr bei und eine Flinte und Büchse. Das kann nicht sein. Ja. Also, aber man ist nicht mehr erfolgreich bei der Jagd. Man guckt auch mal nur mal blöd aus Wasser und sieht die Enten beim. Das Projekt, wovon sie die ganze Zeit reden, ist dieser Bären, also dieser Blockhaus-Shelter, den sie da bauen wollen. Hat ja gerade schon am Anfang erwähnt, wo ich nicht verstehe, warum, wofür. Das ergibt keinen Sinn. Wir schwimmen. Ja, nach über 4,5 Stunden, wir haben doch noch mal länger gewartet, weil es sah ganz kurz so aus, als würden die Enten zu uns kommen, kamen sie aber doch nicht. Aber warte mal, nach 4,5 Stunden, es ist jetzt 17.30 Uhr, 9.30 Uhr sind die aufgestanden. Das heißt, es sind 8 Stunden vergangen. Was haben die anderen 3,5 Stunden gemacht? Jetzt langer Weg, sind so knapp 2,5 Kilometer zurück Richtung unserem Lagerplatz, beziehungsweise, ja, wollen wir die kleine Überraschung. Das war's, Alter, Fabio ist komplett durch. Alter, scheiße. Für euch jetzt ja aufbauen. Könnt sehr gespannt sein. Ne, Fabio ist jetzt. Aber ganz ehrlich, ich finde, sein Gesichtsausdruck sagt mir, er ist psychisch gebrochen. Wie gesagt, ich mache immer, ne, ich habe Fabio sehr gern und es geht nicht darum, dass ich ihn ja fertig machen will. Es geht nur um die Analyse dabei. Aber ich finde, man merkt, und so kommt es mir vor, vielleicht ist auch eine Fehleinschätzung, kann Fabio euch besser sagen, aber es wirkt für mich irgendwie so, als wäre er psychisch gebrochen. Oder? So, Freunde, der Plan war ja, euch zu überraschen. Wir wurden aber mal wieder überrascht. Und zwar haben wir unser schönes Blaubeersüppchen gemacht. Ich sag euch, das Projekt gibt's diese Folge nicht mehr. Und dachten noch so dabei, der Himmel sieht ganz schön dunkel aus. Könnte gleich anfangen zu regnen. Jetzt regnet es wieder. Es donnert wieder. Deswegen haben wir uns entschieden, morgen wie folgt weiterzumachen. Wir werden direkt mit unserem Projekt beginnen und einfach morgen auf Jagd verzichten. Was? Das kannst du doch nicht erzählen. Ey, come on, bitte. Das ist ja das Todesurteil. Hä? Die werden morgen anfangen, ein Blockhausartigen Shelter zu bauen und auf die Jagd zu verzichten? Was? Teilweise verzichten, also einfach hinzugehen und zu sagen, jo, morgen gibt's halt einfach nur Blaubeersüppchen. Für mich absolut nicht verständlich. Null. Also es ist halt das Todesurteil. Das ergibt doch hinten und vorne keinen Sinn. Guten Morgen. Wir haben jetzt kurz vor 9 und ja, ich lag heute eigentlich die ganze Nacht wach. Das Ding ist durch. Mir war wieder das Ding ist durch. Krass übel, so vom Kreislauf. Ey, wenn da jetzt also jemand. Mir geht's das Ding ist durch. Überhaupt nicht gut durch das Ding ist durch. Gigantische Körper. Also, wenn da jetzt nochmal ein Comeback kommt, das Ding ist durch. Leute, packt zusammen, wir gehen. Also, ne? Wie gesagt, es ist ja gar nicht böse gemeint, aber wenn da jetzt nochmal was kommt, aber das kannst du mir doch nicht erzählen, Leute.
Das kann doch nicht sein. Also das... Alter, die haben jetzt in 14 Tagen... Nee, 13 Tagen. In 13 Tagen haben die mit kompletter Vollgier Flinte, Büchse, Munition, Angel, Angelköder. Ist das Einzige, was die an Start bekommen haben? Und ganz ehrlich, Blaubeeren und Pilze zähle ich jetzt nicht mit. Das ist alles, das ist Firlefanz. Haben die 3 Fische gefangen? Ich komme da nicht drauf klar. Wisst ihr, was das Ding ist? Also, mein Gedanke, aber der Gedanke ist falsch, war eigentlich gerade, wie gesagt, ich gehe davon aus, das Ding ist jetzt durch. Die bauen da noch mal ein bisschen da ihren Bärenschelter und sonst was. Aber selbst wenn die jetzt noch eine Ente, da kommt nichts mehr. Das Ding ist durch. So. Ich bin trotzdem gespannt, wie sie es aufklären und sonst was. Aber das wird ein Abbruch, weil Fabio Fritte ist so. Und ich glaube quasi, dass, ohne es jetzt böse zu meinen, für Otto das in dem Fall auch okay ist, weil er, Otto hat ja nicht abgebrochen. So, wisst ihr? Auch so ein, ihr wisst, was ich damit meine. Ne? Es ist ja dann, ey, wir sind Team, natürlich gehe ich mit raus, so, Otto hätte noch weitergekommen. Aber Otto, das Projekt ist dann wegen Fabio zu Ende, so mäßig. Ist ja auch so, ist ja, darauf will ich gar nicht hinaus. Was mein Gedanke war eigentlich, in dem Moment, wo die das Projekt abbrechen, ist das ja indirekt wie eine Entscheidung, und so ist es ja quasi fast auch bei Seven vs. Wild, dass du nicht überlebt hast. Ja? Du hast nicht survived. Du hast in deiner Art Simulation, Training oder sonst was, bist du quasi gestorben. So, ne? Jetzt kommt aber das große Aber, was natürlich da nicht ganz stimmt bei der ganzen Geschichte, dass die wahrscheinlich, wenn es wirklich um Leben und Tod gehen würde, halt einen Karibu geschossen hätten. Wahrscheinlich schon viel früher. Und drauf geschissen hätten und gesagt hätten, ja, dann essen wir halt nur ein Bein. Weil es geht hier um Leben und Tod. Ne? Deswegen ist wahrscheinlich, kannst du das so halt auch nicht sagen. Ja, ist bei Seven vs. Wild ja auch so ähnlich. Du würdest wahrscheinlich, wenn du wüsstest, ey, ich entscheide mich jetzt für den Tod oder ich kämpfe hier irgendwie weiter, würdest du ja auch wahrscheinlich andere Entscheidungen treffen. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, mit allem, was dort bisher so wie passiert ist, wie viele Kilometer die geschafft haben, wie viel Nahrung die geholt haben, hätte ich alles so nicht gedacht. Also das ist ja, und das meine ich jetzt wirklich nicht böse, also nicht falsch verstehen diese Aussage jetzt, es ist wirklich nicht böse, aber ich will nicht sagen, es ist auf ganzer Linie versagt, aber wisst ihr, was ich meine? Und das habe ich auch schon 1000 Mal, ne? Wie gesagt, mir geht es nicht darum, die schlecht zu reden, ich habe auch schon genug Projekte abgebrochen, ich habe komplett reingeschissen in irgendwelchen Sachen, ich habe Projekte umgemodelt und so weiter, das gehört dazu, aber einfach nochmal als Analyse, der bisher ist halt schon verkackt. Und da ist dann die Frage, okay, was für andere Entscheidungen hätte man treffen müssen, damit es nicht dazu gekommen wäre, an welchem Punkt und warum haben sie es nicht getan? Es pokern aktuell einfach alle zu hoch mit ihren Projekten. Du, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde es spannend. Ich finde das auch völlig cool und finde es auch gut für die Serie, wenn die das jetzt hier nicht schaffen. Davon gehe ich jetzt aus. Macht so eine Serie ja auch super interessant und super spannend. Und ist ja auch okay. Ich find's trotzdem unterhaltsam. Ja, ey. Wie gesagt, ich glaube, deswegen feiere ich die Serie auch so doll, weil man dadurch halt so viel Diskussionsstoff hat und drüber nachdenken kann und warum so und warum anders. Wenn alles von Anfang an funktioniert hätte, alles entspannt wäre, dann wäre es halt einfach so, ja, okay, ich gucke mir das jetzt an, wie sie es gemacht haben. Aber so macht es halt irgendwie zu einem noch ganz anderen interessanten Projekt. Ich finde das gut so. Ich finde es spannend, ist die Realität, ist so abgebildet. Wie gesagt, mir fehlen auf jeden Fall diese ganze Unterhaltung dazu. Das ist das, was mir komplett fehlt und auch irgendwie nicht verständlich ist. Viele Entscheidungen sind anders getroffen, als ich sie treffen würde. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich 1000 Mal. Aber ich komme nicht drauf klar, so ein bisschen. Ich will das gar nicht ausmachen jetzt. Weil irgendwie in dem Moment, wo ich das jetzt wegklicke, ist so, kommt die große Abbruchfolge. War noch nie in der Wildnis. Wie ist das, wenn sie jetzt Essen haben würden? Meinst du, die wären am nächsten Tag nicht wieder genauso tot? Nee. Also klar, wenn die jetzt was essen würden, wären die am nächsten Tag nicht bob und alles ist wie weggeblasen. Aber die Situation würde sich auf jeden Fall drastisch verbessern und sie hätten definitiv mehr Energie. Das würde auf jeden Fall was machen. Ich rede jetzt nicht von 100 Gramm Fisch, sondern ich rede mal von ein bisschen mehr. Du musst natürlich auch aufpassen mit dem Magen nach so langer Zeit und aufpassen, dies, das. Aber wenn die jetzt beide da mal eine Ente snacken und die das der Körper verwertet kriegt,
dann würden die am nächsten Tag schon merken, dass sich da was tut. So. Aber natürlich müssten die das gefühlt jetzt jeden Tag so machen, um erstmal wieder aufzubauen. Naja, keine Ahnung, ne? Wäre auch nochmal spannend, so eine Art Fazit zu haben, von ihnen im Nachhinein, wenn alles durch ist, welche Entscheidungen sie wie anders machen würden. Das wäre ein spannendes Video. Mal ein kleiner Call an die beiden, werden sie wahrscheinlich eh nicht sehen, aber vielleicht könnt ihr euch das ja als Community wünschen oder so. Aber das wäre, glaube ich, ganz spannend. Projekt ist durch und die machen so ein Fazit-Video. Vielleicht kommt es auch in der Hauptserie, keine Ahnung. Aber mal nochmal ausführlich, richtig nachdenken, drüber sprechen. Welche Situation, welche Entscheidung, an welchem Tag, so jetzt im Nachhinein betrachtet, würden sie anders machen? Warum? Was war gut? Was? Also, ne, das auch Thema Ausrüstung. Also, die können mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass die jetzt im Nachhinein zufrieden mit ihrer Wahl mit den 38 Kilo Rucksäcken und sowas waren. Das können sie mir doch nicht erzählen. Weißt du, was ich meine? Ah, ja, naja, keine Ahnung. Ich. Urindefizit der letzten Wochen. Ja, keine Ahnung. Es ist. Daumen nach oben. Schaut bei Otto vorbei. Schaut bei Fabio vorbei. Scheiße, ey. Das nimmt mich auch ein bisschen mit irgendwie. Krass. Vor allem, also wisst ihr, was mich, glaube ich, auch so irgendwie so trifft bei der ganzen Sache ist, dass die ja, also es ist ja nicht mal, wie gesagt, wir spekulieren jetzt mal, nächste Folge ist Abbruch, auf der Grundlage. Es ist ja nicht mal irgendwie knapp. Die haben nicht mal ein Viertel der Strecke geschafft. Erinnert mich ein bisschen an die Durchschlage mit Muddy mit 50 Kilometer Straight Line, ja, die wir da verkackt haben. Aber die haben nicht mal ein Viertel der Strecke geschafft. Und nahrungstechnisch, wie gesagt, trotz all dem, was sie dabei haben, jagdtechnisch, ja, komplett reingeschissen, oder? 72 von 300 ist schon ein Viertel. 70 Kilometer, 14 Kilometer, 280. Nee, ist doch kein Viertel. 75 wären Viertel. Aber die haben ja keine 75 Kilometer gemacht. Und da sind ja auch Kilometer mit rein. Das, was da steht an Kilometern, kannst du ja gar nicht nehmen. Du musst ja weniger Kilometer nehmen, weil die ja auch teilweise die ganze Zeit da hin und her gerannt sind und am See und da jagen waren und hier nochmal gucken. Das ist ja quasi in der Gesamtstrecke, wenn die sagen, die mit von Punkt A zu Punkt B sind. Aber ist jetzt darum geht's ja nicht. So, jetzt, ob es nur 25% sind oder ein Drittel oder 30 oder 2. Ihr wisst doch, worauf ich hinaus will. Und ich, wie gesagt, ich will das ja nicht schlecht reden. Ich finde es nur gerade krass, wenn ich so drüber nachdenke, wie weit die eigentlich ja noch von ihrem Ziel entfernt sind. Und 14 Tage, 30 Tage wollten sie draußen sein, auch die Hälfte weg. Wenn es wirklich am Mittwoch endet, hätte ich definitiv nicht dieses Intro gemacht. Das ist eine spannende Aussage. Das ist eine spannende Aussage, weil im Endeffekt, ja, okay. Ja, ist schwierig zu sagen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Weil der Punkt ist, dass es dadurch natürlich schon ein bisschen clickbaity wirkt, weil du denkst, ist schwierig, meine Gedanken dazu. Der Punkt ist zum Beispiel, mit der 50 Kilometer auf der geraden Linie, habe ich ja mit Martin auch so gemacht. Haben wir trotzdem 50 Kilometer exakt auf einer geraden Linie genannt, haben dann abgebrochen. Ist aber, glaube ich, nochmal was anderes, wenn du halt ein Video machst, ein einzelnes Video, oder du machst eine komplette zehnteilige, aufgepuschte, hochproduzierte Serie mit zehnmal diesem Intro plus zwei Trailer, ne? Das ist noch was anderes. Aber wie machst du es sonst? Sagst du, zwei Freunde sind 14 Tage in der Wildnis von Schweden unterwegs und versuchen 70 Kilometer, kannst du ja auch nicht bringen. Weißt du? Werden nach 14 Tagen abbrechen. Wie das dazu gekommen ist, seht ihr jetzt. Trotzdem, man sagt 300 Kilometer zu Fuß, Tag 10 fahren sie Packraft, bleibt transparent. Ja, bin ich voll bei dir. Es ist ein Schnuff zu sehr aufgeblasen dadurch, was eine Erwartungshaltung schürt, die nicht erfüllt wird. Es gibt ja diesen Spruch, promise low, deliver high, ne? Also, mach entspannt und dann überperform lieber. Und in dem Fall ist es natürlich eine maximale Unterperformance von der Erwartungshaltung, die da geschürt wird. Ja, hätte man wahrscheinlich cleverer formulieren sollen oder sowas, ne? Also ich finde, dass man einen eventuellen Abbruch, den sollte man nicht vorwegnehmen. Der sollte schon irgendwie spannend sein, sodass der auch ein bisschen überraschend kommt oder sich langsam anbahnt, ne? Aber vielleicht, wisst ihr was wahrscheinlich gereicht hätte? Man hätte es einfach, das sind kleine Wörter, aber ich glaube, das hätte funktioniert, wenn du es gesagt hättest wie, keine Ahnung,
zwei Freunde haben sich eine Mission vorgenommen. 300 Kilometer zu Fuß durch die Wildnis von Kanada. Ob ihnen das gelingen wird oder nicht und auf was für Schwierigkeiten sie treffen, seht ihr in dieser Serie. Also so in so eine Richtung, ne? Dass man quasi die Idee und die Mission beschreibt, was der Grundgedanke ist und was sie vorhaben. So, wir versuchen 300 Kilometer und dann hättest du wahrscheinlich auch das zu Fuß weglassen sollen. Dann hättest du einfach nur gesagt, unsere Mission ist es im Jahr 2023, bababam. Ist das möglich oder nicht? Auf was für Strapazen werden sie treffen? So, so ein bisschen offener gehalten. Ja, das hätte schon gereicht. Ja, meckern auf hohem Niveau. Wie gesagt, es soll auch alles kein Meckern sein. Ich rechtfertige mich auch in dieser Serie hier sehr, sehr viel. Ist mir aber auch wichtig, weil ich nicht möchte, dass so eine falsche Grundstimmung rüberkommt. Weil ich feiere den Content sehr. Und ich feiere die Serie sehr. Und ich hoffe, dass es da irgendwie in eine zweite Richtung geht, in eine zweite Staffel. Was auch immer es dann sein wird. Ich hoffe nicht Dschungel, ey, bitte nicht Dschungel. Oder irgendwie was, das muss schon, ich finde so dieses Wald-Berg-Seengebiete sind schon irgendwie geil. Muss schon was anderes sein, aber du kannst jetzt nicht da irgendwie Darien Gap machen oder sowas, das knallt nicht. Kann es sein, dass Fortsetzung Staffel 2 ist? Also wenn, also, ich sag uns ganz ehrlich, wenn die jetzt wirklich das Projekt durchziehen und die Hälfte ihres Dings in Staffel 1 machen und dann gibt es plötzlich eine Staffel 2 mit dem gleichen Content, ah, dann werde ich sauer. Also das wäre einfach nur, was denn das für ein Quatsch? Das Format ist cool und hat Potenzial, absolut. Aber trotzdem bin ich bin ein bisschen schockiert und erschreckt, erschrocken darüber, dass man sich ja am Anfang meiner Erwartungshaltung denkt, naja, die haben beide einen Jagdschein, die haben beide Jagdgewehre, zwei unterschiedliche, die haben Angeln dabei. Alter, jetzt knallt's, jetzt kracht's. Na klar werden die da was essen. Die haben einen Vogel geschossen mit so einer kleinen Vogelbrust, die so groß war wie ein 2-Euro-Stück. Und haben dir zwei Fische, drei Fische rausgeholt mit der Angel da kurz. Das ist alles nicht so einfach, wie es immer aussieht, ne? So, jetzt gehen wir aber raus. Ich laber mir den Mund fusselig, aber ihr merkt, ich hab ein gewisses Abschiedsproblem. Aber gut. Schaut gerne bei Auto vorbei, abonniert den Kanal. Ich werde weinen bei der nächsten Folge.